Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. La Chanson de Roland, das ist ein Heldenlied, une Chanson de Geste, entstanden so um 1100 zur Zeit des ersten Kreuzzuges der abendländischen Völker ins Heilige Land und greift eine Geschichte auf, die aber über 300 Jahre früher entstand. Geschehen ist, nämlich im Jahr 778, als ein fränkisches Heer mit unter Karl dem Großen nach Spanien gezogen war und eine Nachhut dieses fränkischen Heeres unter ihrem Anführer Roland wurde in den Pyrenäen von den Gegnern verfolgt und alle wurden getötet. Une chanson de geste, ein Lied der Heldentaten dieses Roland. Das ist der Inhalt des Liedes. Ich lese Ihnen den Anfang in einer deutschen Übersetzung mal vor, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen können. Karl der König, unser großer Kaiser, 7 volle Jahre ist er in Spanien gewesen. Bis an das Meer eroberte er das Hochland. Es gibt dort keine Burg, die vor ihm sicher geblieben wäre. Mauer noch Stadt ist dort übrig geblieben, die er noch hätte brechen können. Außer Saragossa, das ist auf einem Berg. Der König Marsilie hat es innes, der Gott nicht liebt, sondern Mohammed dient und Apollo anruft. Aber auch er kann sich nicht davor bewahren, dass ihm Böses erreicht. Das ist so ein Ruf, der dann immer am Ende einer Strophe steht. Was ist die Geschichte dieses Heldenliedes? Also wie gesagt, Karl der Große ist nach Spanien gezogen, hat ganz Spanien erobert bis Saragossa. Ganz Spanien nicht, aber das Land bis Saragossa. Und dessen König Marsilie, der Mohammed dient und Apollo anruft, hat nun eine Unterwerfung angeboten und den Übertritt zum Christentum. Das hat er nur getan, damit das fränkische Heer abzieht. Und Karl weiß jetzt nicht, was er tun soll, ruft den Rat der Barone ein und fragt sie, was er tun soll. Sein Schwager Ganelon meint, man solle das Angebot annehmen. Der Neffe Roland, der ungeliebte Stiefsohn Ganelons, sagt, nein, er glaube nicht an das Angebot. Karl entscheidet sich dummerweise für Ganelon. Nun schlägt Roland einen Sendboten an den König Marsilie vor. Ganelon ist sehr empört über die Rede seines Stiefsohns und sinnt auf Rache. Und er stellt Roland bei König Marsilie als Kriegstreiber hin. Marsilie soll Roland überfallen, der die Nachhut des fränkischen Heeres anführen werde. Und so geschieht es auch. Roland und 12 seiner Recken kommen in einen Hinterhalt. Sein Schwager in Spe, Olivier, der auch dabei ist, rät ihm Hilfe zu holen, das Signalhorn Horn Olifant zu blasen, ein berühmtes, in Frankreich berühmt gewordenes Horn aus Elfenbein mit dem altfranzösischen Namen für Elefant, Olifant. Roland lehnt zunächst ab, es kommt zum Kampf und erst auf Rat des Bischofs Turpin bläst Roland dann das Horn. Alle sterben, bis auf ihn selbst. Die Muslime ziehen ab, weil sie das fränkische Heer unter Karl zu hören meinen. Roland stirbt in der Pose eines Siegers. Der Erzengel Gabriel erscheint und ein weiterer Cherubim und sie geleiten ihn ins Paradies. Karl vernichtet das Heidenheer. Die fliehen mit Marsilie nach Saragossa. Dort erwartet sie das große Heer des Admiral Baligan von Babylonien. Aber auch dieses Heer kann Karl besiegen mit Hilfe eines Engels. Daraufhin kehrt er dann nach Aachen zurück
und muss der Verlobten Rolands die Nachricht vom Tod ihres Geliebten bringen. Die stirbt daraufhin. Karl ruft ein Gericht ein, ein Gericht über Ganelon, und es wird ein gerichtlicher Zweikampf angesetzt. Pinabel soll für Ganelon kämpfen, Thierry für Roland. Natürlich siegt Thierry, weil die gerechte Sache stand ja für Roland. Ganelon und seine Familie werden bestraft. Und nun wäre eigentlich alles gut, aber jetzt erscheint der Erzengel Gabriel nochmal Karl und fordert ihn auf, den König Vivien zu helfen, der in seiner Stadt Inf bedroht werde. Karl rauft sich zwar den Bart, aber er weiß, er muss gehen. Er ist ja eben ein großer Kämpfer gegen die Heiden. Das ist also der Inhalt dieses Liedes der Heldentaten von Roland. Diese Chansons de Geste sind eine der ältesten erzählerischen Gattungen der französischen Literatur. Und diese Gattung beginnt im 11. Jahrhundert und hat ihre Blütezeit im 12. Jahrhundert. Ein Chanson ist ein freier Vortrag, der gesungen wird und den Spielleute vortragen, begleitet von einem Saiteninstrument. Das Publikum ist nicht spezifiziert, sondern alle aus allen Bevölkerungsteilen können zuhören, ganz anders dann als zum Beispiel die höfischen Epen, die auf ein höfisches Publikum ausgerichtet sind. Diese Chansons de Geste teilen sich in Strophen auf, sogenannte Lessen. Und diese Strophen haben immer eine unterschiedliche Verszahl und eine unterschiedliche Silbenzahl pro Vers. Was sie dennoch sehr lyrisch macht, ist die Angleichung der Vokale, die Assonanz, die sie eben auch gesanglich interessant macht, für Sänger interessant macht. Die Chansons de Geste erzählen von den siegreichen Kriegszügen der Frankenkönige, der Kaiser, von Heerführern, die eben sehr oft gegen die Heiden kämpfen, gegen Mauren, Sachsen. Es ist die Zeit der Kreuzzüge ins Heilige Land, aber auch die Kreuzzüge, die von Frankreich aus entlang der Pilgerstraßen nach Santiago de Compostela laufen. Das Rolandslied macht da keine Ausnahme. Wie gesagt, so um 1100 entstanden, zählt dieses Lied 291 Strophen. Die Romantiker haben dieses Lied geliebt, weil darin sehr oft von der Liebe zu La Douce France, zum süßen Frankreich, die Rede ist und von der bedeutenden Rolle der Français de France, also der Franken von Frankreich, die im Heer Karls gekämpft haben, das ja nicht nur aus Franken bestanden hat. Man hat es zu einem Nationalepos der Franzosen dann im 19. Jahrhundert stilisiert. Was ist eigentlich der historische Hintergrund, der genaue historische Hintergrund? Denn man hat ja schon aus der Erzählung gehört, dass es sehr fantastisch ist, was in dem Lied geschildert wird, abgesehen von den Engeln, dann auch dieser von Admiral von Babylonien und Marsilie. Das sind alles sehr ja, märchenhafte Gestalten, dann auch Ganelon. Und der Zweikampf. Was war der historische Hintergrund der genauen? 778 hatte Süleyman ben al-Arabi, der Statthalter von Saragossa, Karl um Hilfe gebeten gegen seinen Herrn Emir Abderrahman von Cordoba. Also ein Araber, ein Muslim, hat den fränkischen König um Hilfe gebeten. Und Karl kam, um die spanische Mark südlich der Pyrenäen zu sichern. Sein Feldzug hatte keinen Erfolg. Er musste sich zurückziehen und auf dem Rückzug hat er die Stadt Pamplona, die baskisch-navarrisch ausgerichtet war und eine christliche Stadt war,
hat er und sein Heer geplündert. Daraufhin haben die Basken seine Nachhut überfallen, die wohl vom Markgrafen der bretonischen Mark, einem Mann namens Roland, angeführt wurde. Und diesen Roland haben sie dann getötet. Also die historische Geschichte unterscheidet sich wesentlich von dieser literarischen Geschichte, weil da von einer genauen Konfrontation zwischen Franken und Muslimen erstmal nicht die Rede sein kann, denn es war ja ein Muslim, ein Araber, der Karl um Hilfe gerufen hat. Der Stoff ist berühmt geworden, das Rolandslied ist berühmt geworden, es hat sehr viele Überarbeitungen gegeben. Es ist in viele Sprachen übersetzt worden und um 1170 hat es dann ein Deutscher, der Pfaffe Konrad, nachgedichtet, um 1170. Eine berühmte Fassung stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert von Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. Das ist eben eine sehr berühmte Fassung dieses Rolands geschehen geworden. Bereits im zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts gab es eine Übersetzung, auch ins Englische, im 14. Jahrhundert, im italienischen Bereich. 1230 eine englische Fassung. Also es war ein beliebtes Lied, das in viele, viele Sprachen übersetzt wurde, in Niederländisch, Spanisch, in viele Sprachen. Ich möchte Ihnen jetzt noch einmal den Tod Rolands vorlesen. Und zwar werde ich ihn in Neufranzösisch, ich werde ihn erst auf Deutsch übersetzen, damit Sie ihn vielleicht dann in Französisch besser verstehen können. Also der Tod Rolands, das sind die letzten Zeilen dieses Todes, der geht nun eben folgendermaßen. Roland hat sich unter eine Pinie gebettet und sein Gesicht hat er nach Spanien gerichtet und er erinnert sich an viele Sachen, an die Länder, die er für La Douce France erobert hat, an Charlemagne, seinen Herrn, der ihn so erhoben hat, und an die Franzosen, von denen er so geliebt wurde. Er fängt an zu weinen und zu seufzen, aber er will vor allem auch nicht ins Vergessen geraten. Er schlägt sich an die Brust und bittet Gott um Gnade. Wahre Gott, der du niemals lügst, der du Saint-Lazare von den Toten erweckt hast, der du Daniel aus der Löwengrube gehoben hast, bewahre meine Seele vor dem Verderben, trotz der Sünden, die ich in meinem Leben begangen habe. Er öffnet sich ganz der Rechtsprechung Gottes. Und nun erscheint der Engel Gabriel und nimmt ihn bei der Hand und der Kopf Rolands bettet sich auf die Schulter des Engels und er scheidet aus der Welt mit betenden Händen. Nun schickt Gott einen weiteren Cherubin, den heiligen Michael, und beide führen dann Roland, die Seele Rolands, in das Paradies. Und das klingt in eben einer neufranzösischen, sehr an das altfranzösische sich angleichenden Fassung so. Le comte Roland est couché sous un pin. Il s'est tourné vers l'Espagne. De tant de choses il se souvient. Des terres conquises pour douce France, de ceux de son lignage, de Charlemagne, son seigneur, qui l'éleva, et des Français dont il est si aimé, ne peut s'empêcher de pleurer et de soupirer. Mais il ne veut pas se mettre en oubli, il bat sa culpe, implore de Dieu merci, vrai Dieu,
qui jamais ne mentit, qui a ressuscité Saint Lazare d'entre les morts, qui a préservé Daniel des lions, préserve mon âme de tous les périls pour les péchés que je l'ai fait en ma vie. Il offre son grand droit à Dieu. Er zeigt mit seiner Rechten in den Himmel zu Gott. Et Saint Gabriel le prend de sa main, la tête inclinée sur son épaule. Les mains jointes, il expira. Dieu lui envoya son ange chérubin et Saint Michel du péril en mer. Saint Gabriel vint aussi pour emporter l'âme du comte en paradis. Also ein sehr himmlisches Geschehen, das den Tod dieses Markgrafen begleitet. Auf Seiten der Franzosen, des fränkischen Heeres, genauer gesagt, kämpfen Engel schon. Gott persönlich greift nicht in das Geschehen ein, aber schickt seine Engel. Er gibt genau seine Sympathien zu erkennen für La Douce France. 70 Jahre später erscheint die deutsche Übersetzung dieses Rolandslieds um 1172 und wohl im Auftrag Heinrichs des Löwen, also des Welfen. Und man muss sich fragen, warum an diesem Ruf? Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Heinrich der Löwe auf seine Abkunft von Karl dem Großen nochmal aufmerksam machen wollte, der ja in diesem Werk auch hoch gelobt wird. Und Heinrich der Löwe war verheiratet mit der Tochter Eleonores von Aquitanien, die wiederum Heinrich II. Von England geheiratet hatte. Und ihre Tochter, die hieß Mathilde. Er hatte also eine Französin mit und Engländerin geheiratet. Und seine eigene Abkunft vom Frankenkönig Karl machte diesen Stoff interessant für ihn, weil er sich ja auch genau in dieser Zeit in Auseinandersetzung mit dem Stauferkönig befand und er konnte eine Unterstützung auch vom Himmel sehr gut gebrauchen. In der deutschen Übersetzung ist das fränkisch-nationale Pathos gestrichen. Davon von La Douce France in dem Sinne ist nicht mehr die Rede, aber die Übersetzung zeigt noch eine stärkere religiöse Prägung. Karl wird als Gottesdienstmann beschrieben, Roland wird zum heiligen Pilger und Märtyrer und Ganelon zum Teufelsdiener. Und das ist etwas, was genau in dieses späte 12. Jahrhundert sehr gut passt, in dem die Tendenz im Abendland immer stärker wird, nun auch weltliche Fürsten, weltliche Ritter zu Heiligen zu machen, in dem der weltliche Stand der Ritter transzendiert wird. Denken Sie nur an die neu entstehenden Ritterorden, auch im Heiligen Land. Vorher waren es vorwiegend Männer der Kirche, die Märtyrer oder Heilige geworden sind. Nun haben wir auch den einen oder anderen, eben auch Karl den Großen, König dabei, der nun heilig gesprochen wird. Das ist also ganz typisch für diese Zeit. Interessant finde ich, dass circa 30 Jahre später, so um 1200 herum, in Spanien ein altspanisches Vers-Epos entsteht, das wir auch in einer der nächsten Zeichensetzungen besprechen werden, der Cantar de Mio Cid, also das Epos über den Cid, der Spanien von den Muslimen angeblich befreit hat. Und da ist es eben sehr spannend zu sehen, dass in diesem 30 Jahre späteren Vers-Epos
die Religion eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Das werden wir uns dann genauer anschauen. Und das zeigt eben doch, wie genau man immer den historischen Hintergrund im Auge behalten muss, indem ein literarisches Werk entsteht. Denn die Situation in Spanien ist eben eine vollkommen andere als im Reich der Franken. In Spanien haben wir ein doch für lange Zeit tolerantes Nebeneinander, eine Koexistenz von Muslimen und Christen, die wir eben in Frankreich überhaupt nicht haben. Von daher ist ein Rückblick auf die Geschichte der Auseinandersetzung des Abendlandes mit dann vor allem auch dem muslimischen Orient interessant, um zu sehen, wie sich aufgrund von politischen Verhältnissen der Tenor ändert.